Menschen sind auf Kommunikation ausgelegt. Viel Kommunikation geschieht in unzähligen sogenannten Bezugsgruppen. Das können etwa Selbstversorger sein, die ihre Lebensmittel selbst erzeugen, Hobbyköche, die sich die Michelin-Sterne nach Hause holen, oder Wissenschaftler, die an einem interdisziplinären Projekt beteiligt sind, wie der Freiburger Kognitionswissenschaftler Rulf von Stülpnagel. Bei Soziale Nachbarschaft und Technik, kurz Sonate, hilft er mit, die Kommunikation unter Nachbarn zu verbessern. Wir wollen über das persönliche Kennenlernen hinaus einen zusätzlichen Kommunikationsweg für das eigene Wohnumfeld schaffen. Also wer Hilfe braucht oder eine Idee umsetzen möchte, kann so in seiner unmittelbaren Nachbarschaft leichter Unterstützung dafür finden. Und dabei legen wir besonderen Wert darauf, dass die Software auch für solche Menschen leichter zu bedienen ist, die vielleicht noch nicht so viel Übung mit Computern haben. Ein Beispiel wäre, dass jemand Hilfe beim Nähen braucht. Mit der Sonate-Software kann man sehr einfach jemanden aus der Nachbarschaft finden, der eine Nähmaschine hat und einen unterstützt. Hier zeigen sich die Vorteile eines lokal begrenzten sozialen Netzwerkes. Es geht ja nicht darum, irgendwo jemand mit einer Nähmaschine zu finden, sondern im Haus gegenüber. Um zu wissen, welche Bereiche um ihre Wohnung herum für Bewohner als Nachbarschaft relevant sind, wird auch erforscht, was Menschen konkret unter Nachbarschaft verstehen. Wenn man irgendwo neu hingezogen ist, tut man sich oft schwer mit der Kontaktaufnahme, gerade in dicht besiedelten Gegenden oder großen Wohneinheiten. Hier kann die Sonate-Plattform ganz schnell helfen, sich im neuen Umfeld umzuschauen und anzukommen. Eine gemeinnützige Organisation, die das von den Wissenschaftlern entwickelte System erproben will, ist der Bauverein Breisgau. Hier treffen organisatorische Kommunikationsbedürfnisse und Quartiersarbeit aufeinander. Volker Wörnhör koordiniert den Einsatz. Wir haben ja diese zwei großen Abteilungen, Gebäudeservice, Mieterservice. Und hier ist ein ständiger Kontakt zu den Mietern oder zu den Mitgliedern da. Und hier können wir natürlich bestimmte Bereiche wie Schadensmeldungen oder auch Anfragen, Wünsche eventuell leichter bearbeiten. An zentralen Punkten im Quartier laden Touch-Displays ein, miteinander in Kontakt zu kommen. Wenn man etwa Lust auf ein gemeinsames Frühstück hat, findet man dank Sonate auch ohne Computer schnell einen Termin. Sonate hat im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken deutliche Vorteile. Es ist speziell auf lokal begrenzte Nutzerkreise zugeschnitten und die Identitäten aller Nutzer werden am Anfang verifiziert. Außerdem wird Sonate genossenschaftlich und ohne Gewinnabsicht organisiert. Und damit gibt es von unserer Seite auch keinen Interessenskonflikt dabei, vollständigen Datenschutz zu gewährleisten. In den Praxistests, wie beim Bauverein Breisgau, wird die Kommunikationssoftware weiter verfeinert. Ab etwa 2020 soll dann die werbefreie und datenschutzfreundliche lokale Alternative zu gängigen Apps verfügbar sein.